Hallo und herzlich willkommen zum weiteren, mal was anderen Video. Ich werde gefragt, ob ich ein Video darüber mache, also mache ich ein Video darüber. Ich ziehe um, also Ehayo zieht um und ich ziehe privat um und ich habe jetzt eine eigene Fertigung. Ich habe ja eine Bestückmaschine, einen Laser, einen Lötofen, wo gerade die Kamera drauf steht. Und da habe ich mir jetzt einen Kellerabteil gemietet dafür, weil es einfach viel zu viel wird mittlerweile. Und da unten steht mein Server. Der war bisher auch in meinem Büro. Vielen Dank noch einmal an Gummibär, der hat mir damals das Servergehäuse geschenkt. Da steht der Server, da kommt jetzt hier quasi von oben so Netzwerkkabelzeugs runter. Und was hier unten im Keller komplett fehlt, weil es ist ein Gemeinschaftskeller eigentlich, ist Strom. Also es ist schon Strom hier, wir haben hier so Steckdosen an der Wand, aber die gehen irgendwie auf Gemeinschaftsstrom und das ist dann doof. Also für mich wäre es nicht doof, aber für alle anderen ist es doof. Und wie ihr wisst, die Bestückmaschine, nee, der Lötofen für die Bestückmaschine, also er hier, Kollege Puhi, benötigt Starkstrom und den habe ich hier nicht. Also habe ich jetzt hier ein schönes, dickes 5x10 Quadrat. Das kommt jetzt direkt vom Hauptverteiler. Ist noch nicht angeschlossen, muss ich dann noch machen. Und jetzt klatsche ich hier an die Wand einen Unterverteiler hin und den bauen wir jetzt mal miteinander auf, damit ich ein paar coole Dinge machen kann. Ich werde da so einen intelligenten Schaltergedöns reinmachen mit dem Schütz, dass ich meinen kompletten Fuhrpark, Maschinenpark hier ausschalten kann, stromfrei schalten kann. Und ich mache Sicherungen rein, FI und was man halt so braucht, das machen wir miteinander. Schauen wir mal, ob ich das überhaupt kann. Ich habe keine Idee. Die Steckdose, die da hinten noch so vor sich hin vegetiert, die lasse ich auf dem Gemeinschaftsstrom, die brauche ich eigentlich gar nicht hier hinten. Ich werde die Steckdose hier vorne, habe ich hier oben schon angefangen, die sind ziemlich abenteuerlich gemacht, diese Steckdosen, die gehen in so einen Verteiler rein und geht quasi ein 1,5 Quadratkabel her, zweigt hier mit so einer Schraubklemme einmal ab nach unten und dann geht es oben weiter und bei der nächsten Steckdose drüben wieder dasselbe Spiel, also total interessant. Und dann geht es wieder weiter und hinten bei den nächsten Steckdosen, überall zweigt das mit so einer Box ab. Hat man vielleicht früher so gemacht, keine Ahnung. Die Steckdose hier auf jeden Fall lege ich separat auf den Verteilerschrank dann. Dann muss ich noch eine eigene Steckdose hier hinlegen für den Server, der wird separat abgesichert. Und dann vielleicht noch eine zweite Steckdose dahin, dass ich einmal Laser und einmal Bestückmaschine separat, beziehungsweise vielleicht mache ich eine Steckdose hier zum Verteilerschrank irgendwo, beziehungsweise hier habe ich noch einen Lichtschalter, das muss ich dann auch noch umverkabeln. Wir haben etwas vor uns, also wird ein längeres Video, glaube ich. Und dann haben wir hier quasi unseren eigenen Strom, den ich auch dann per Alexa oder so außen einschalten kann, wenn das mit diesem intelligenten irgendwas, Hausautomatisierungsdings, dann funktionieren sollte. Da muss ich gucken, was ich mit dem da mache. Das ist, glaube ich, Netzwerk oder Telefon oder Internet von den anderen Mietern, die hier sind. Das tun wir mal nach oben verstauen, die Kabel. Und mein Netzwerkkabel muss ich dann auch nochmal einen Tick anders verlegen. Das gefällt mir so gerade auch noch nicht hundertprozentig. Ja, dann wird spannend. Wir legen dann mal los. So, pünktlich mit dem Postboten ist das Zeug gekommen. Ich bin so k.o., das hoch und runter laufen den ganzen Tag. Also ich habe natürlich zu viel Zeug bestellt, weil man kriegt... Also ich komme hier oben rein mit meinen 5x10 Quadrat, einmal gehen wir auf den Nuller. Die zwei Dinger kriege ich auch nicht verbunden, weil da ist nichts dabei dafür. Und jetzt baue ich das Ding sitzend zusammen, weil ich bin einfach zu K.O. Und ich meine, wenn ich das sitzend zusammenbauen kann, dann wird es schon einfacher. Ne? Ich habe hier ein FI, das müsste ein FI sein, 30 mA, 40 Ampere kann er ab, off, test, on. Und jetzt bauen wir uns mal das Ganze durch. Ich habe mir das eigentlich aufgemalt, ich habe mal einen Plan gemacht, wie das da alles aussehen wird. Ja, habe ich gemacht, einen Plan. Und dann kam ein Umzug und dann war der Plan irgendwo. Also ich finde ihn nicht mehr. Ich habe, damit ihr wisst, was ich vorhabe, ich habe ein FI, weil braucht man ja, weil ich will ja nur länger leben. Ich habe hier 3x16 Ampere Sicherungsautomaten. Warum das alles so extrem massiv gebaut ist, das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht.
der ist für einen Ofen. Da wird der Ofen abgesichert. Dann habe ich hier eine Handvoll 1x16 Ampere Sicherungen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche. Nicht so viele, die habe ich noch übrig gehabt von einem anderen Projekt mal. Die sind dann für einmal Licht, einmal Steckdose. Was ist das hier für ein Patent? Ah, das rastet da ein. Ach, okay. Dann hier so, oder? Ja, perfekt. Licht und zwei Steckdosen oder was ich brauche. Mehr mache ich nicht. Und ich habe einen Schutz mir dazu geholt. Das ist ein Schutz, oder? Ja, der kann nämlich auch 25 Ampere, 440 Volt. Ich gehe nämlich jetzt quasi vom FI erstmal auf den Schutz. Und also einmal habe ich eine Sicherung separat für den Server. Der Server muss immer laufen und alle Maschinen, Bestückmaschine, Ofen, Laser, Absaugung, Kompressor und so weiter, gehen alle auf den Schutz. Und da gehe ich dann mit so einem Hausautomatisierungsteil, das noch nicht da ist, das ist noch auf dem Weg von China zu mir, gehe ich dann da dran, damit ich quasi abends einprogrammieren kann, dass er immer um 22 Uhr das auf jeden Fall alles abschaltet, wenn ich es vergiss, und dass ich einfach so einen Hauptschalter habe, wo ich alles ausschalten kann. Ja, jetzt bauen wir das mal hier zusammen. Ich stecke das mal alles rein, weil sitzend ist leichter wieder, wenn es an der Wand geschraubt ist. Und dann schrauben wir das ganze Ding gegen die Wand. Wo auch immer man das gegen die Wand schrauben kann. Und dann sehen wir uns wieder. Sicherungskästen immer leicht schräg montieren, damit seitlich der Spannungsabfall abfließen kann. So, dann kommen wir jetzt mit dem Kabel an und das schneiden wir jetzt ungefähr hier die Isolierung ab. Da gibt es eigene Abisoliergeräte. Habe ich nicht, muss ich ein Messer nehmen. Wundervoll. Rein. Nuller gehen wir gleich hier hin. Müssen wir uns hier quasi was rauszwicken. Hält es dann da oben. Perfekt. Perfekt. So, mittig gehen wir rein. Dann fahren wir hier passend gleich zum Nullleiter hier hoch. PI gehen wir hier gleich rein. Und dann gehen wir farbtechnisch so, wie es in Oberaudorf üblich ist. Und zwar ist in Oberaudorf und Kiefersfelden die Farbbelegung L1 braun, L2 schwarz, L3 grau. Also verbinden wir das so, wie das hier im Ort üblich ist. Wichtig da davor natürlich die Spannungsfreiheit zu prüfen. Da das Kabel drüben am Sicherungskasten endet und nicht mal ansatzweise in der Nähe von irgendeinem Strom ist, weiß ich natürlich, dass hier jetzt keine Gefahr für mich besteht. Jetzt fahre ich nochmal mit dem Nullleiter von der Klemme da oben. Ist jetzt nicht so, dass das Sinn macht.
Hier montiere ich mir jetzt die Steckdose für den Server, weil der muss ja auch irgendwo Strom herkriegen. Und wie schon gesagt, sichere ich den Server ja extra ab, also kriegt er eine extra Steckdose. Die montieren wir jetzt einfach hier irgendwo an diesem Holzbalken, der da zufällig schon da ist. Muss ich schon kein Loch in die Wand. Nur Vorteile. Schnell schauen, ob der Deckel drauf passt. Ja. Perfekt. Das Ganze jetzt hier hoch verlegt, oben geht es in den Kabelschacht rein und dann haben wir eigentlich schon wieder gewonnen. Wahnsinn, ich bin jetzt soweit, ich habe den Verteiler soweit gemacht, wie ich ihn wollte. Ich habe eine eigene Sicherung für Licht und die Steckdose hier. Ich habe eine eigene Sicherung für den Server. Ich habe eine 3x16er Sicherung für den Lötofen. Und ich habe jetzt hier noch eine extra Sicherung für die Steckdose, die ich da hinten montiert habe. Und jetzt hätte ich noch eine weitere Sicherung für noch eine weitere Steckdose da hinten. Aber da mag ich jetzt nicht so viel Kabel nach hinten ziehen, weil der Schacht eh schon proppestvoll ist. Also lasse ich das weg, gehe mit einer Verteilerdose hin. 16 Ampere reicht für den Laser und für die Absaugung. Ganz, ganz, ganz dicke. Hier oben habe ich eine Sicherung drin. Das ist eigentlich nur die Ansteuerung vom Schutz da oben, weil ich noch nichts habe. So, jetzt war gerade wieder ein Telefon, wie immer. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich war. Also, ich habe hier Sicherungen und Zeug und alles. Jetzt gehen wir rüber zum Hauptverteiler und dann schließen wir meinen Unterverteiler an. Ich habe hier ein perfektes Werkzeug. Ich finde meinen Rasenprüfer gerade nicht mehr und ich habe nichts Isoliertes und es ist ja eh kein Video, wie man es machen soll, sondern es ist einfach ein Dokumentationsvideo, wie ich es gemacht habe. Macht es nicht zu Hause nach. So, wir sind jetzt hier beim Hauptverteiler. Der Elektrik hat man das hier schon komplett vorbereitet. Da gibt man 5x10 Quadrat her. Das hier wird mein Stromzähler. Und das ist der 1er Strang, der linke Strang. Da kommt von unten das Netz rein, geht über den Stromzähler und das hier links ist meine Hauptsicherung und die mache ich jetzt raus. Und dann schauen wir, ob noch Strom da ist. Spannungsfreiheit prüfen. Es ist noch hell, das ist schon mal positiv. Ich hatte ja schon Angst, dass ich gleich im Dunkeln stehe, weil irgendein Strom noch mit drauf hängt. So, 2 Volt, 2 Volt, 2 Volt checken. Ich messe mal hier 235 Volt. So, somit Spannungsfreiheit sichergestellt. Ich kann also anklemmen. Farbtechnisch halte ich mich an das, was wir hier haben. Wundervoll verkabelt, Hauptsicherung wieder rein. Und somit sollten wir hier fertig sein, wir können rübergehen zu unserem Unterverteiler. Alles weit geklappt hat, sollten wir jetzt hier eine Spannung messen, vorm FI. Hängen wir das wieder hoch, das ging eigentlich ganz gut so. Sollten vorm FI eine Spannung messen, vom Nullleiter Phase 1, 230, 230, 230. Wir haben hier einen Strom drauf. Leute, wir können jetzt schon mal den FI reinmachen und könnten den jetzt auch testen. Wenn kein Strom drauf ist, kann man nicht testen. FI funktioniert. Wir sollten jetzt theoretisch, jetzt haben wir hier überall Saft drauf, diese Sicherung reinmachen können. Und dann sollte eigentlich das Licht
dann auch, der hat vorhin gerade noch, der war nicht richtig draußen, der hat ein bisschen geklemmt drüben. Schalter sind nicht mehr die neuesten. Also wir haben jetzt hier auch Licht. Und wenn wir hier die Sicherung rausnehmen, sollte das Licht dann auch weg sein. Glück gehabt. Also wir haben Licht, wir haben hier oben unseren Hauptschutz. Den kann man hier schalten, der funktioniert auch. Können wir über die Sicherung schalten gerade, bis das WLAN-Modul, ESP-Modul kommt. Und wir haben hier eine Sicherung für den Server. Das heißt, ich kann jetzt den Server einstecken und wir haben da auch wieder vernünftiges Internet und alles. Sehr gut, soweit hat es funktioniert. Dann schauen wir mal den Deckel drauf und sind froh, dass ich noch lebe.